Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ich bin der Christian, ja, und ich führe euch heute durch diese Sendung. So, und heute habe ich richtig heißen Scheiß mitgebracht, und zwar den neuesten Streich, den wir euch hier präsentieren können von der Firma Border Model. Und zwar haben wir hier unter BF002 in 1:35, genau richtig, in 1:35, eine Stuka, und zwar Junkers Ju-87 G1 G2 Stuka, der Sturzkampfbomber. 5 Spritzlinge plus Klarsichtteile, Ätzteile sind dabei, 11 Baustufen, 2 Dekel- und Bemalvorschläge und das Ganze zu 79 Euro. Und eins sage ich schon mal, es ist sehr, sehr viel Licht dabei, aber auch einiges an Schatten. Was das ist, das gucken wir uns gleich an. Erstmal widmen wir uns natürlich wie immer dem gedruckten Papier. Das haben wir hier in Form der Anleitung, die ich hier gleich mal hinlege. Im Querformat kann man auch sehr schön sehen. So, und die Anleitung, die hält sich hier auch gar nicht mit vielen Sachen auf. Da haben wir hier ohne irgendwelche Schnickschnack, haben wir hier die, ja, das Deckelbild nochmal. Hier hinten nochmal eine technische Zeichnung. Da steht das Ganze nochmal drauf. Aber hier, das ist schon richtig soweit. Da fangen wir jetzt mal mit an. So, ich sehe gerade, wir können noch ein ganz bisschen herangehen. Wir wollen natürlich hier für euch, das war natürlich die falsche Richtung, jeden Zentimeter rausholen, damit man schön gucken kann. So, ja, die Teilübersicht. Damit starten wir hier. Kann man schön sehen. Einigermaßen übersichtlich gemacht, denke ich mal, sollte man erkennen, was was ist. Die Hakenkreuze, wie immer, ihr wisst das, Paragraph 86a müssen wir unkenntlich machen, müssen wir zensieren, rausnehmen. Ist halt so, wie es ist, tut mir leid, aber Gesetz ist nun mal Gesetz. So, fangen wir hier mit der Anleitung an. Full Interieur steht drauf auf dem Bausatz, soll dann heißen, dass wir eine detaillierte Kabineneinrichtung haben, ebenso wie hier den Motor. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist das in Sinsheim? Da ist ja eine abgestützte Maschine, da kann man eben das hier so schön erkennen. Natürlich sind da fehlende einige Sachen. Das lag ganz lange, lag der Sturzkampfbomber da auf dem Meeresgrund oder ich glaube auf dem See. Naja, das dazu auf jeden Fall. Ihr seht, hier sind die Teile. Das gucken wir uns mal an hier. So, und dann geht das Ganze schon los. Und ich habe erst geguckt, beim ersten Überblick, sind denn da überhaupt Gurte mit bei? Tatsächlich, hier sind Gurte bei. Aber das ist ein Teil von dem Schatten, den ich meinte. Die sind nämlich richtig schlecht gemacht. Die gefallen mir überhaupt gar nicht. Ich zeige euch auch gleich, wenn wir uns die Teile angucken, wie das Ganze so aussieht. So, was wiederum ganz gut gemacht ist, finde ich, das kann man so aus der Box bauen, zumal es in 35 auch kein Zubehör gibt, das ist was anderes in 32, da gibt es von Iris, da gibt es von Firma Eduard und so weiter und so fort. 35 ja relatives Neuland, was das hier angeht. Dann haben wir hier einmal die Sachen. So, und wir rutschen hier einmal rüber. Das kann man sich auch einmal angucken. Und das hier, das ist dieses Fragezeichen. Ich habe nämlich schon mal gespoilert und nachgeguckt. Das ist für die Zusatzpanzerung. Einige dieser Kanonenvögel, der Panzerknacker, so wie der sprichwörtlich beim Lanzer genannt worden ist, haben hier nochmal zusätzliche Panzerplatten gehabt. Es ist leider nicht angegeben, bei welcher Variante das ist, bei welcher Version. Deswegen hier das Fragezeichen versehen, wenn ihr eventuell Referenzen habt, Bilder habt oder so, beigelegt ist das Teil, dann könnt ihr das gerne ergänzen. So, hier für die Seitenruderanlage, die Notsteuerung, die ganzen Sachen, die haben wir hier. Das ist alles schön zu erkennen. Das ist sehr schön detailliert und hier kann man oder sind einige Sachen abgedruckt, wie hier schon mal Details und so. Und anders als bei dem Flugzeug, die Firma Border als erstes realisiert hat in 35 mit nur versenkten Gravuren, haben wir hier auch erhabene. Aber wie gesagt, ich möchte euch ein bisschen den Mund wässrig machen. Den Rest zeige ich euch natürlich, wenn wir uns die Kunststoffteile angucken. So, ja, Ätzteile sind erhalten. Gerade hier der Ölköhler, das kann man hier schön sehen. Die ganzen Sachen hier, das wird schön als Ätzteil dargestellt. Die Flügel hier, diese ganzen Zusatzsachen, Lampen, das haben wir hier alles. Hier muss dann auch wieder gebohrt werden, das kann man hier schon sehen. Ein bisschen bunt in den Farbe ist da auch, denke ich mal, mit dem Piktogramm, weil eine eigentliche Piktogrammerklärung haben wir nicht jetzt, wie bei anderen Herstellern. Da wird jetzt auch nicht gesagt, ihr müsst das, das, das und das machen oder so. Da beschränkt sich die Anleitung wirklich aufs Wesentlichste. Aber ich denke mal, Option mit dem Fragezeichen sollte klar sein. Und hier ist ein Bohrer drauf abgezeichnet. Auch das, denke ich mal, sollte dann an jedem einleuchten, an nicht. Ich habe euch jetzt gerne darauf hingewiesen. So, ja, hier haben wir die
Klarsichtteile. So, und hier ist der zweite Teil, wo ich sage, ein bisschen Schatten. Es werden keine Masken vorgefertigt, mitgeliefert. Da müsst ihr euch wirklich auf die guten alten Tage besinnen, das hier mit Papier bzw. halt mit Humbrol oder halt mit Flüssigmaskierung mit Tape abkleben, das dann dementsprechend vorsichtig abschneiden. Also ganz so, wie das früher gewohnt war. Ich habe jetzt auch noch nicht in 1:35 groß was an Zubehör gesehen. Also da, Zubehörhändler dieser Welt, hört uns, da kann noch einiges kommen, denke ich mal. So, weiter geht's. Hier werden die Teile ergänzt. Das kann man schön sehen, die ganzen Teile. Hier sind dann das Cockpit, die Bedienelemente. So, und jetzt kommen die Teile, warum überhaupt der Kanonenvogel Kanonenvogel hat. Hier haben wir nämlich die Geschütze, 3,7 cm panzerbrechenden Granaten wurden damit geschossen. So, und dann muss man sich das so vorstellen, dass der Stuka ist so runtergekommen und ein Panzer ist oben relativ dünn gepanzert. Das war die verwundbarste Stelle und dementsprechend war es, wenn man dann getroffen hat, das ist ja auch schwierig, dann einen wackeligen, fliegenden großen Vogel, obwohl er auch relativ langsam geflogen hat, natürlich dann die Granaten ins Ziel zu bringen. Der Hans-Ulrich Rudel war da relativ erfolgreich. Der war da ja sehr führend bei, nicht umsonst einer der wirklich am meisten ausgezeichnetsten Soldaten oder ich glaube der überhaupt am meisten ausgezeichnete Soldat überhaupt. So, dann geht das hier weiter. Hier kommen dann die verschiedenen Cockpit-Varianten, wie man das Glas hier anbringen kann, zum Tragen. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier einmal die Bemalvorschläge. Leider liegen nur zwei Bemalvorschläge bei und die sind beschränken sich auf Rudel. Hier steht Without Swastika. Auf allen Bildern, die ich mir jetzt so angeguckt habe, war ein Hakenkreuz mit bei. Warum die das halt so geschrieben haben, ich kann es euch nicht sagen. So, wir gucken uns das hier einmal im Detail an. Die Angaben kommen von der Firma Armor of Mick. Die Jungs haben sich hier die wunderschöne Arbeit gemacht und die ganzen schönen Bildchen hier produziert. Und wie gewohnt im unteren Bereich haben wir hier die Alterungsmittelchen, die wir für empfohlen werden. Finde ich richtig schön, die Idee, weil so hat man gleich, kann man sich alles zusammenkaufen, hat dann die Sachen mit dabei und dementsprechend muss man da nicht groß rumfummeln. So, hier kann man sich das auch nochmal angucken. Für das Flugzeug würde ich euch auch noch das Solution Set oder Buch anbieten, das es ebenfalls von Armor of Mick gibt. Gerade für, ich sag mal, Leute, die nicht so oft Flugzeuge bauen, die kriegen in diesem Set ja alles mit dabei geliefert, was man braucht, um ein Fahrzeug oder ein Flugzeug anzumalen, zu altern. Wird alles mitgeliefert, wie gesagt, ganz nette Sache, kostet natürlich auch sein Geld, aber naja, gut, das liebe Hobby halt. Ja, so wird das geliefert. Ich habe das Ganze schon mal hier ein bisschen entpackt für euch, würde ich sagen, gucken wir uns dann mal die Teile an. Kommen dann hier gleich auch mal zu den Klarsichtteilen, die hier nochmal extra gesichert herkommen, sind glasklar. Naja, den Wortwitz konnte ich mir einfach nicht verkneifen, sind hier dargestellt. Hier haben wir die verschiedenen Teile, ist sehr schön. So, und setzen sich hier auch leider nur innen ab. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig, gerade bei diesen Sachen dementsprechend dann hier das auszuschneiden. Aber da setze ich mal auf eure Fähigkeiten und Kenntnisse. So. So sieht das Ganze aus. Die Nietung ist schön zu sehen, ist auch schön fühlbar. Das kann man sich hier wirklich gut angucken. So, glasklar. Warum sage ich das so speziell? Wir haben leider ab und zu mal Hersteller, die so einen, ja, ich sag mal, Gelbstich dabei haben, wo das ja nicht ganz so schön aussieht, so ein bisschen Verunreinigung da drin. Deswegen weise ich da immer noch mal besonders hin, ob und die Glasteile dann wirklich glasklar sind. So, jetzt aber nun genug glasige Anspielungen hier gemacht. Ja gut, einen musste ich noch machen. So, und dann kommen wir hier zu den Kunststoffteilen. So, und da muss ich sagen, die kommen richtig, richtig gut. Das gefällt mir gut. Die Details sind sehr, sehr, sehr extrem gut ausgeprägt. Ich habe keinen Versatz gesehen, nichts. Also das ist, wenn man sich das Ganze so anfühlt, sich so anguckt, das weiß richtig gut zu gefallen. Wir haben hier eine Bombe,
Die brauchen wir aber nicht. Die Stuka mit der 3.7 hat keine Bombenlast zusätzlich getragen. Hier sind auch die 3.7, sind diese Mündungsbremser hier, die sind geschlossen. Die müssten eigentlich durchbohrt werden, diesen kleinen Löcher hier, genauso wie hier. Es gibt Alternativen von der Firma Chaton, es gibt Alternativen von der Firma aber RB ist, ja, hat so gut wie aufgehört zu existieren. Das kann ich euch da nicht anbieten, aber das würde ich euch empfehlen, dass ihr das gegebenenfalls auswechselt. Da ist zu beachten, das ist eine Flak 18, 3,7 cm Flak 18 gewesen, keine 43er oder so. Die ist nochmal ein bisschen anders vom Aufbau. So, und was uns hier auch noch auffällt, das will ich euch hier mal zeigen. Die Reifen sind hier abgeflacht, das heißt, man kann sie schön positionieren, sind minimalistisch ausgebeult. Also auch daran wurde gedacht, aber genug gesappelt. Jetzt gucken wir uns erstmal schön die Details an, die diesen Vogel so schön machen. So, diese charakteristischen Schuh, den kann man hier sehr schön sehen, der nun wirklich bei der Stuka, also ja, einer mit der Hingucker ist, das war noch mehr bei der Version A ausgeprägt, ist sehr charakteristisch, wie gesagt, für diese Stuka, war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sehr veraltet, da kam das natürlich wirklich gut, dass man da diese 3.7 eingebaut hat, die G1-Variante waren eigentlich umgebaute D-Versionen, die dann nochmal aufgepeppt worden sind. Das Konzept hat sich relativ gut, wo halt die Lufthoheit ausgeglichen oder überlegen war, hat sich das ganz gut bewährt. Aufgrund ihrer Bauweise, ihrer Konzeption waren Stukas relativ langsame Flieger, relativ langsame Flugzeuge, dementsprechend dann auch ja ein Opfer für feindliche Jäger. Deswegen war hinten auch nochmal ein zweiter Mann, der mit einem MG 81 das Ganze ein bisschen aufhalten sollte. So, es ist hier aufgebohrt. Ihr seht das hier, das Ganze ist offen. Wie gesagt, es ist leider nicht durchbrochen, sondern es ist durchgängig. Das heißt, da muss ran. Gerade diese Teile, das sieht man doch sehr stark, sehr groß. Da würde ich wirklich auch echt Wert drauf legen, das Geld noch mal investieren. Oder halt mir einen kleinen Bohrer nehmen und dementsprechend das nacharbeiten. So, hier haben wir die Munitionskapazitäten. Die sind hier, da die Ladestreifen. Die hängen ja so ein Stückchen raus, wurden dann immer weiter geschossen, je nach Schuss und so. Relativ interessant. Es gibt da auch auf YouTube, gibt es da auch bewegte Bilder von einer Bordkamera, leider ein bisschen verwackelt, aber zu der damaligen Zeitpunkt war das schon wirklich technisch weit was her. Da kann man sehen, wie auf ein Schiff geschossen wird, wie auf ein T-34 geschossen wird. Sieht schön, die sind, glaube ich, auch mit Leuchtspur. Kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Kann ich nur jedem empfehlen, danach mal zu gucken und zu googeln. So, und hier, wenn ich das anfasse, super. Also hier haben wir erhabene Details, die Nieten. Hier sind sie versenkt, wunderbar. Hier sehen wir sogar einzelne Schrauben, Schlitzschrauben. Und hier die erhabenen Details der Nieten. Also das ist wirklich ein Träumchen. Die Cockpitteile haben wir hier die MG das MG 81. Auch da gibt es Ersatz, zwar nur in 32 von der Firma Master, aber man könnte, wenn man denn wollte, ich glaube 1:35, 1:32, wenn man so ein ganz bisschen da 5 gerade sein lässt, dann kann man das sogar alternativ auch noch verwenden. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Details hier in der Seite an. Die kommen richtig gut, man kann richtig die Gravuren erkennen, die einzelnen Details. Das sieht richtig, richtig plastikpornös aus. Also der Herr Schiller ist da wirklich, wirklich hellauf begeistert von und macht die vorhin von mir rumgejammerten Sachen doch mehr als wett. So, hier auch wieder Details, kann das wirklich schön sehen. Da die das MG, das hier dann auch im Slide-Mold-Verfahren offen gespritzt worden ist. Auch das sehr schön. Wie gesagt, aufzubohren kann man das natürlich auch. Der Zubehörhandel freut sich da auch. So, hier haben wir die Teile. Sitze einmal von hinten. So, und hier auch nochmal Details, Details, Details. Und dann kommen wir gleich. Ja, hier kann man das schön sehen. Also wunderbar gemacht. Die erhabenen Details, ich versuche das noch mal ein bisschen zu kippen,
dass man es denn hier erkennen kann. Also sieht so ein ganz bisschen aus wie Apple Pelle. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Auch hier die einzelnen Wartungslupen und Klappen. Ich gehe mal ganz nix, also sozusagen ein Extreme Close-Up hier zu machen. Und das gefällt richtig, richtig gut. Also ich meine 35, genau wie 32, das verpflichtet natürlich, ein Feuerwerk an Details rüberzubringen. Und dessen wird sich der Hersteller auf jeden Fall gerecht. Ja, Motor haben wir auch. Der ist dann hier. Und hier sind diese charakteristischen Stuka Motorhalterungsteile. Der Auspuff ist auch im Slide-Mold-Verfahren gegossen, das heißt, dass die Teile hier offen sind. Könnt ihr so eins zu eins verwenden, da musst du überhaupt kein Zubehör hin. Es sind sogar, glaube ich, ja, die Schweißnähte hier an der Seite ganz leicht zu erkennen. Dann ist hier der Motorblock. Die Luftschrauben haben wir hier. So, hier die Propeller, anderen Sachen. Das ist alles hier so enthalten und auch das gucken wir uns mal beim Spritzlink D an. So, hinten auch nochmal das kleine Spornrad hier und auch hier wieder wunderbarer, klarer Guss. Es ist nichts verzogen, wir haben keine Fischhaut. So, hier sind die Sachen im Slide-Mold-Verfahren gegossen, also richtig, richtig gut. Da hat man eine schöne Tiefe. Auch hier kann man ja einiges auch mit Pigmenten noch mal rausholen. Ein bisschen Rosteffekte, ein bisschen Ruß. Die haben ja wirklich sehr schön, ja, ich sag mal, gerußt. Da auch eine schöne Wolke hinterherziehen. Also da gibt es wirklich, wirklich schöne Möglichkeiten, auch im Flugzeugbereich, die Sachen zu altern, um da so ein bisschen Pep hinzukriegen. Wäre denn jetzt keine, ich sag mal, fabrikneue Maschine denn darstellen will. Da hat sich ja auch wirklich einiges, auch dank der Firma Armofmig, getan, um diesen, ja, ich sag mal, Flugzeugbereich mal so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Einfach um die Sachen, was im Panzermodellbau schon ja gang und gäbe ist, dort dann auch mal ein bisschen mit up-to-date zu machen. So sieht das Ganze von hinten aus hier. Kann man sich hier schön angucken. Also, wie gesagt, ich bin begeistert. So, hier mein kleinerer Spritzling, der Spritzling H. Der wartet hier, ja, hier haben wir diese Bombenwurfautomatik, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wartet damit auf. Lässt vielleicht vermuten, dass es nochmal eine D-Version geben könnte oder auch gerne eine B oder so, ist ja auch sehr viel gebaut worden, war sehr viel unterwegs, auf allen Fronten so, möchte ich das mal sagen, zum Einsatz gekommen. Also ja, auch für Zubehörhersteller, wie gesagt, ein kleiner, dezenter Hinweis, wäre das ja, ja eventuell dann möglich, das Ganze sich nochmal aufzugreifen. Gerade 35, da sind viele Möglichkeiten. Es gibt da noch nicht viele Sachen. Einfach, um mal seine Duftnote zu setzen, sich zu präsentieren und vor allen Dingen dann auch ins Gespräch zu kriegen. So, hier haben wir dann den mit einem den größten Spritzling. Ich muss mal eben einmal abtauchen. Entschuldigt bitte. Da sind nämlich eben die Dekels abgerauscht, einmal hinten runter. So, und hier, schade, dass ihr das nicht fühlen könnt, aber hier haben wir auch wieder erhabene Details hier. Also das ist, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das in die Kamera reinkriege, dass man es schön sehen kann. Was man hier auf jeden Fall schon mal sieht, diesen charakteristischen Winkel, der hier ist, der ja den Dive Bomber, den Stuka, dann ja erst dazu dem macht, was ist. So, hier kann man schon mal diese Nieten rein, diese Verstärkung hier, die kann man schon mal sehen, dass die erhaben sind. So, und dann geht das so weiter, Wartungsluken. Also das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Und ihr seht das hier, ich spiele mal so ein bisschen mit den Nichtverhältnissen rum, die ganzen Nieten rein. Also da kann man sich wirklich, wirklich hier mit einem Pinwash, mit einem Fading Panelline, da kann man sich richtig, richtig schön austoben. So, gehen wir weiter rum. So, und hier ist es, wie gesagt, ist es leider schwer unterzukriegen. Ich hoffe, man kann das hier schön erkennen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass ihr hier diese Details hier gewahr werdet und euch da ja auch so genauso dran erfreuen könnt wie meine einer. So, da kann man das schön 1A sehen. Also wirklich tippitoppi das Ganze. Ich habe letztens einen schönen Spruch im Fernsehen gesehen. Wir sind mit allen Abwassern gewaschen.
Ja, und das Flugzeug hier dann halt auch. Gucken wir uns hier mal die anderen hier an. Ja, richtig geil. Also das ist genau der Plastikporno, den ich mir so vorstelle, der einfach Pep reinbringt, das Ganze. Rückseite wollen wir euch natürlich nicht unterschlagen. Da ist nämlich wichtig, dass wir hier diese Klebe- und Fixierpunkte haben. Eben, wenn man die beiden Teile zusammenpasst, dass es nicht groß verrutscht, dass man schön kleben kann und dementsprechend eine saubere Arbeit erzielen kann. So, leider, leider, letzter Spritzling hier schon mit einer natürlich der wichtigsten. Hier haben wir nämlich die beiden Seitenteile und auch hier wieder, vielleicht hört man es. Genau, hier sind auch wieder schöne Nieten rein, die erhaben sind. Dann haben wir hier natürlich für den Motor die Sachen, die im Slide-Mold-Verfahren gegossen sind. Das kann man hier sehr schön sehen. Und auch hier haben wir nochmal eine extra Detaillierung. Hier unten macht sich das Ganze besonders bemerkbar. Und hier achtet doch mal drauf, wie da die Schrauben zu erkennen sind. Also wirklich, da ist man gleich der Meinung, ein Schlitzschraubenzieher reindrehen zu können. Also das ist wirklich, wirklich richtig top. So, hier die einzelnen Platten, das ist alles schön zu sehen. Ich kippe das gleich das Ganze mal, weil wir hier im Slide-Mold, da kann man schön sehen, die hergestellten Sachen haben. So, und dann weiß man auch, wofür man sein Geld ausgibt, was man dafür bekommt. Keine Katze im Sack, sondern die Stuka im Karton. So. Hier auch. Also das ist schon noch echt richtig gut gemacht hier. So, und wie gesagt, wir kriegen von Border irgendwie kein extra Geld oder so. Die Einheiten, die wir verkaufen, verkaufen wir. Aber mein Modellbau-Enthusiasmus, den möchte ich euch hier natürlich gerne mitgeben. Alleine schon die schönen Sachen, wie die hier gemacht sind. Also das ist schon, ja, richtig, richtig schnieke. So, und drehen das Ganze mal um, weil das ist ja wichtig. So, und wie Sie sehen, sehen Sie hier nichts, weil, genau richtig, ihr habt ja vorhin richtig gut aufgepasst, da kommen dann die Teile von innen eingeklebt und die kleinen Pünktchen hier, die jetzt so schön durch die Gegend wackeln, da kann dann die Zusatzpanzerung draufgeklebt werden. Das muss dann durchbohrt werden. Je nachdem, bei welcher Variante, ob ihr da Vorbildfotos findet, seht, ja, oder wie auch immer. So, zum guten Schluss bleibt dann hier noch das kleine Goldene. Das haben wir hier. Und hier sind dann ein paar kleine Ätzteile. So. Die gucken wir uns mal hier an. Relativ dünnes Material, sehr maßstabsgetreu. Hier seht ihr, das ist, wie man sehen kann, durchbrochen bei den kleinen Feinteilen. Da, genau. Hier sind die Gurte. Also, ja, gelinde gesagt, die sind ziemlich scheiße. Das kann man wirklich in einem Wort so zusammenfassen. Ich möchte mich entschuldigen und auch gerade für Leute, die gerade ihre Kinder dabei haben. Es tut mir wirklich leid, dass ich das gesagt habe, aber ich habe irgendwie kein anderes Wort dafür gefunden. Gesäßpaste würde vielleicht noch gehen oder so. Aber ja, das hätte man weglassen können oder halt richtig gut machen. So, den Dickelbogen, den haben wir hier. Ist soweit alles ganz weit vernünftig. Wie gesagt, die bösen, bösen Swastikas, die mussten wir natürlich dann zensieren. Die werden dann rausgeschnitten oder übermalt oder wie auch immer dann. Zwei Varianten. Wie gesagt, das ist halt die zweite Sache, wo ich sage, na, es gab doch nun so viele von denen. Da hätte man bestimmt auch noch mal was anderes außer den Herrn Rudel bringen können. So, aber natürlich, ja, den berühmtesten Flieger in dieser Maschine. Die Sachen sind sehr schön gedruckt, sind sehr sauber. Das könnt ihr hier schön erkennen. Ja, soweit alles bunt und in Farbe. Ich denke mal, das kann man sehen hier. Ich kippe das mal so ein bisschen, dass man dann den Trägerfilm sehen kann. Hier natürlich vorne für den Propeller. So, hier die einzelnen Teile. Ich gehe noch mal näher weg, damit man es hier sehen kann und wieder näher ran. Also wie gesagt, das passt gut. Die Qualität ist wirklich in Ordnung. Dann ist der Karton leider, leider schon leer. Das heißt, ich komme zum Ende. Zeig euch aber eben nochmal hier die Bilder, hier nochmal die Details, die der Hersteller natürlich bewirbt. Nochmal die wunderschönen Einzeldetails zeige ich euch jetzt hier nochmal.
So, und ich möchte euch doch bitten, wenn ihr das findet, hier steht nämlich, wie gesagt, Without Swastika, ist es dabei, die Bilder, die ich gesehen habe, zumindest von den gebauten Modellbildern, waren Hakenkreuze mit dabei oder nicht? Das ist die Frage aller Fragen. Komme ich zur Schlussbetrachtung. Ich fange erstmal mit den zwei kleinen Schwächen an. Also die Gurte, die sind, naja, nicht so schön. Eventuell kann man ja von Eduard in 1:32 die Gurte dafür nehmen oder ein oder der andere Hersteller nimmt sich dessen nochmal an. Die beiden Dekel-Varianten, da hätte ich mir vielleicht nochmal ein Rudel und irgendwas anderes gewünscht. Aber ihr habt die Details gesehen, ihr habt das ganze Zubehör gesehen. Das ist wirklich super Porno. Ich bin ganz heiß gelaufen, unter der Zunge fange ich schon an zu schwitzen. Also das ist richtig, richtig toll. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch den Bausatz näher bringen, bin auf die positiven und negativen Sachen so ein bisschen eingestiegen. Wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr natürlich Lob habt, ein Like, sonst was, ein Abo, immer gerne her damit, davon leben wir, damit arbeiten wir, das ist das Salz in der Suppe. Dann bleibt mir gesund, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.